bin's, Bernie von Airsoft Diesel und heute kommen wir zum lang ersehnten Review vom letzten Unboxing. Und zwar das Ares Otto Reper OMR SOC SLR in der Balbab-Bauweise. Ist ein halbautomatisches Scharfschützengewehr, auch im Original bzw. in der WSD-Variante, dementsprechend auch die semi-automatische Variante als SIG. Ja, den Lieferumfang hatte ich ja soweit auch schon im Unboxing soweit erläutert. Dementsprechend kommen wir jetzt einfach mal weiter und gehen zu den allgemeinen technischen Daten zum Ares Otto Reper. Wir haben hier eine Replika, die ist ungefähr einen Meter lang, um genau zu sein 990 mm, sprich 99 cm. Haben jetzt hier ein Gewicht von 6,3 Kilo. Dementsprechend haben wir da auf jeden Fall ein wirklich hohes Gewicht für die Replika. Ist grundsätzlich auch nur komplett aus Metall gefertigt, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Dazu komme ich dann aber in der Nahaufnahme später nochmal etwas genauer, was jetzt hier aus ABS ist, gummiert ist, etc. pp. Und nicht aus Metall gefertigt ist. Machen wir weiter, die Arme werden schwer. Der Link zu dem schönen Gerät ist natürlich in der Videobeschreibung, kostet 649 Euro. Also das ist wirklich schon ein stattlicher Preis für gute 1,4 bis 1,5 Joule. Zu den Messwerten natürlich auch wieder das beiliegende Begali-Protokoll. Wir haben da konstante 1,5 Joule, sogar mal 1,6 Joule mit dabei. Dementsprechend haut die Leistung definitiv hin. Wie gesagt, die Länge knappen Meter. Wir haben hier 670 mm Lauf mit dabei, ist ein 608er Lauf, dementsprechend ist das Verhältnis BB zum Lauf recht gering, also sprich wie viel Luft an der Seite vorbeidringen könnte. Dementsprechend erhoffe ich mir natürlich auch im Spiel und im Schusstest ein schönes, sauberes und ordentliches Schussbild. Kommen wir mal zur Waffe selbst. Wir haben hier, wie gesagt, grundsätzlich ein wirklich solides, optisch hervorragend gearbeitetes Gerät. Wir haben hier eine wirklich wunderbare ASG. Kostet natürlich schon einen guten Batzen Geld. Dafür möchte man noch viel erwarten und das bekommt ihr hier auf jeden Fall. Wie gesagt, das Ganze kommt von Ares. Ares ist natürlich bekannt in den neueren, hochwertigeren, aber auch schon in den normalpreisigen Modellen, die EFCS Gearbox zu verbauen. Ne, diese Electronic Firing Control System. Die elektronisch messende Gearbox, ne? Hier nochmal mit einem Mikroswitch verbaut, dass wir auf jeden Fall uns von sämtlichen Gearjams verabschieden können. Wie gesagt, empfohlen wird hier auf jeden Fall der 11.1er Libo. Der wird definitiv nicht nur empfohlen, den sollte man auch verwenden, denn sonst löst sich hier bei dem guten Stück kein einziger Schuss. Auch sehr interessant ist, dass wir bei dieser Waffe eine verstärkte Gearbox haben, zumindest auf der vorderen Seite der Gearbox, dass wir dann natürlich auch eine stärkere Feder B spielen können. Bei dem schönen Gerät bezüglich Feder, Ares typisch, auch hier natürlich die Feder-Schnellwechselfunktion. Da komme ich aber gleich näher zu, wenn wir auf jeden Fall dann das Ganze einmal hinlegen und so weit wie möglich, so gut wie nötig zerlegen. Auch interessant ist, wir haben hier auf der Oberseite eine durchgängige 21 mm Rail von vorne bis komplett hinten. Das erlaubt uns natürlich bei dem Scharfschützengewehr üblich natürlich auch eine Zieleinrichtung zu montieren. Sämtliche Zielfernrohre sind hier natürlich gern gesehen. So, dann komme ich natürlich auch nochmal näher. Wir haben hier oben ja auch die originalgetreue Wangauflage. Diese ist natürlich auch in der Höhe verstellbar. Dafür haben wir hier die ganz normalen kleinen Imbusschrauben, hier zwei Stück an der Zahl, und können dann natürlich über das ausgeschnittene Feld hier die Höhe der Wangauflage justieren. Natürlich ist auch die Schaftkappe, welche wir hier am Ende vorfinden, die ist gummiert, damit wir hier auch ein besseres Anliegen in der Schulter gewährleisten können. Auch diese ist bei dieser Waffe verstellbar, dazu kommen wir natürlich später auch nochmal genauer. Auch ist natürlich das Hopper bei dieser ASG einstellbar, dazu natürlich nachher auch nochmal etwas genauer. Es ist auf jeden Fall M4 und M16 kompatibel, so viel sage ich euch schon mal. Und dann nochmal zu den kleinen Einzelheiten, die ich jetzt im Stand, bevor ich das Ganze aus der Nahaufnahme präsentiere, noch einmal zeigen möchte. Wir haben ja hier das B-Pod definitiv schon mal montiert. Ne? Das Ganze sehen wir hier über diese einzelne Schraube, welche wir dann einfach lösen können und das B-Pod dann über diese Schiene bis nach hinten führen können. So können wir das Ganze montieren und demontieren. Und um das Ganze dann auch auszuklappen, ziehen wir einfach nur das B-Pod selbst ein Stück nach vorne und können das Ganze dann durch nach vorne ziehen,
abklappen. Ne? Das Ganze natürlich auf der anderen Seite identisch. Und so haben wir das B-Pod dann definitiv schon mal ausgefahren. Was hier auch nochmal ein schönes zusätzliches Gimmick ist, möchte ich es mal nennen. Wir haben hier auf dem B-Pod selbst nochmal einen Knopf. Wenn wir den drücken, fährt sich das B-Pod nochmal aus. Und wir haben da die Möglichkeit natürlich auch nochmal von der Höhe selbst zu variieren. Und damit wir das Ganze dann doch sehr teure Gerät nicht in den Schmutz stellen müssen, haben wir hier unten am Pistol Grip auch nochmal die Möglichkeit, hier ein B-Pod überdrehen, auszufahren und ja, dann seht ihr das hier schon, fährt sich das Ganze auch dort noch einmal aus. Was mir übrigens auch sehr gut gefällt, das Ganze ist grundsätzlich auch ambidex gefertigt, das bedeutet, wir können auf jeden Fall den Feuerwehrhebel zumindest von beiden Seiten bedienen. Wie gesagt, den Verschlussfang können wir leider nur von der einen Seite, der Rechtshänderseite bedienen. Hier befindet sich, sage ich mal, auch der Hülsenaufruf. Der Hülsenauswurf, und wenn wir das Ganze hier nach hinten ziehen, befindet sich da dann auch das M4-typische Hop-Up über das kleine Einstellrädchen dort zu finden. Selbstverständlich können wir uns jetzt einfach mal von vorne nach hinten bei dieser ASG vorarbeiten. Natürlich haben wir die Möglichkeit, den ganzen vorderen Teil über das Gewinde, sage ich mal, abzuschrauben. Wir haben hier ein gewöhnliches Linksgewinde, wie eigentlich immer vorne bei den Schalldämpfern. Hier können wir das Ganze dann einfach mal abziehen und haben dann soweit auch schon den Innenlauf zu sehen. Ein sehr weit herausragender Innenlauf. Dementsprechend ist auf jeden Fall ein Schalldämpfer in dieser Größe notwendig. Ne? Nur nochmal für euch zur Info, ihr könnt natürlich auch den Schalldämpfer selbst dann ja, verändern, wenn euch dieser optisch so nicht gefällt. Ich persönlich finde ihn hervorragend. Was man auch machen kann, man kann diesen Flash-Hider hier vorne auch über einen 4mm Imbus, über zwei Stück von dieser Sorte, natürlich auch abschrauben. Dort ist dann allerdings kein Gewinde vorzufinden und das Ganze sieht dann einfach nur so aus wie dieser Außenlauf. Der nächste sehr, sehr interessante Schritt ist, wir haben hier unten nochmal eine Kappe. Diese können wir ganz einfach über leichtes Hochziehen auf der Unterseite nach vorne heraus lösen. Hier befindet sich der integrierte Laserpointer des Scharfschützengewehrs, ist halt allerdings aufgrund der deutschen Gesetzeslage bei uns deaktiviert. Nicht der Laser selber, sondern eher die Kabel, die zum Laser führen. Dafür ist dann übrigens auch dieser kleine Kasten hier geeignet. Der wird dann sozusagen on, also so eher off und so on, dann über diesen kleinen Stecker oben in der Waffe befestigt. Dazu dann nachher aber mehr. Und genau, das ist sozusagen für den Laserpointer hier, wenn dann zwei handelsübliche Batterien so mit eingelegt, ne, die ganz normalen kleinen Batterien AAA, wie für die Fernbedienung auch. Wenn wir das gute Ding einmal auf den Bauch drehen, möchte ich es mal nennen, haben wir, wie gesagt, oben die komplette Rail und hier ganz einfach auch ohne Werkzeug eine Schraube, welche wir dann hier oben so ganz, ganz einfach entnehmen können. So, das mache ich mal nebenbei. So, ist eine kleine Schraube bzw. ein kleiner Bolzen und durch Lösen dieses einzelnen Stücks können wir das ganze obere Teil der Waffe einfach 1:1 einmal abziehen. Das lege ich erstmal zur Seite. Wir gucken uns jetzt erstmal das obere Teil der Waffe an. Wie gesagt, hier können wir das B-Pod befestigen. Ähnliches Schraubsystem wie bei der einzigen Schraube oben zum Abschrauben des ganzen Upper Teils der Waffe. Wie gesagt, Bolzen rausgedreht, Schraube, B-Pod entfernen. Ne? So, wir haben hier nochmal so einen kleinen Stift, der hier eingelegt ist, wo wir natürlich auch die Höhe bzw. Tiefe oder Einstellung des B-Pods dann auch variieren können. So, sonst ist das ganze Stück hier oben komplett aus einem Teil gefräst, ist auch komplett aus Metall gefertigt. Das heißt, wir haben hier am oberen Teil schon mal kein Stück ABS. Und ich sage euch, das einzelne Teil hier oben wiegt in der Regel schon irgendwie mehr als die meisten normalen ASGs oder Pistolen. So, jetzt wo wir das obere Teil der Waffe entfernt haben, haben wir hier oben die Einlage für den Akku. Hier passen auch wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Akkus rein. Wie gesagt, ich habe hier diesen Stick-Type 11,1 1200 mAh LiPo drin. Den können wir hier oben über die Einlage einfach wunderbar fixieren. Diese Einlagenteile, die sind alle entnehmbar, dass wir ganz frei nach unserem Wünschen sozusagen die einsetzen oder nicht einsetzen können. Ne? Hier dann, wie gesagt, der ganz normale Anschluss.
des Lipus. So wird auch der Akku gewechselt durch eine Schraube. Wie gesagt, kein großes Zerlegen der Waffe notwendig, sondern eine Schraube wird gedreht, Akku aus- oder eingeklemmt. Das war's. Wie gesagt, hier sehen wir auch schon mal von oben die Länge des gesamten Laufes. Ne? Wie gesagt, meine Handfläche ist halt wirklich schon eine große, möchte ich sagen. Ne? Und dementsprechend haben wir hier auf jeden Fall wirklich einen sehr langen Lauf. Hier haben wir die Repetiereinheit theoretisch. Ne? Wenn wir das Ganze machen, seht ihr auch schon, wie sich die Feder hier zusammenschiebt. Ne? Wie gesagt, nur das Rauslösen funktioniert nicht in einem Schwung. Da muss man vielleicht nochmal nachdrücken. Vielleicht nur bei diesem Modell so oder eben generell. Sonst haben wir hier oben, wie gesagt, ja, nicht viel zu sehen. Wie gesagt, den Außenlauf, der ist dort vorhanden. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal von der Seite anschauen, ich lege uns mal die kleinen Teile beiseite, haben wir dann, wie gesagt, hier theoretisch den Feuerwehrhebel. Brauchen wir hier in Deutschland natürlich nicht zu beachten. Bei uns gibt es hier nur Fire oder Safe, ne? Rot, wenn das zu sehen ist, wisst ihr, die Waffe ist abfeuerbereit. Weiß, das Ganze ist safe. Ne? So viel auf jeden Fall dazu. Hier unten, wie gesagt, der Pistol Grip ist einer der wenigen Teile, die jetzt hier aus ABS gefertigt sind. Wie gesagt, auch nochmal angeraut, damit wir hier inklusive der Einbeulungen für die Finger da dann doch nochmal ein bisschen mehr Griffigkeit bekommen. So, umgedreht haben wir den hinteren Teil der Waffe hier auch nochmal besser zu sehen. Wie gesagt, auch hier durch das Herausdrehen und wieder Festschrauben der zwei Imbus hier. Natürlich auch die Möglichkeit, wie vorhin schon erwähnt, die Wangenauflage nach oben oder nach unten für sich persönlich anzupassen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, auf der hinteren Seite der Waffe das gummierte Schaftende auch durch Herausdrehen zweier Imbus. Genau, hier haben wir dann die Möglichkeit, durch einen 3mm Imbus die zwei Imbusschrauben zu lösen. Ich mache das Ganze mal kurz. Exzellent. Nee, sofern wir die zwei Imbusschrauben auf der Hinterseite, sage ich mal, gelöst haben, können wir das Ganze dann hier einfach in der Höhe und in der Tiefe über diese kleinen Zähnchen verstellen und dann die Imbus einfach natürlich wieder festschrauben, damit das Ganze uns während des Spiels dann nicht so rumwackelt. Sofern wir den Plan, das Ganze noch ein Stück weiter zu zerlegen oder uns einfach mal anzuschauen, was sich unter der Wangenauflage befindet, denn da gibt es auch noch ein, zwei schöne Sachen zu erwähnen. Um wieder 4mm Imbus drehe ich erstmal raus. Genau, sofern wir diese Schraube mit dem 4mm Imbus entfernt haben, können wir auch die hintere Schraube hier in diesem kleinen Loch, auch 4mm Imbus, wird ebenfalls einmal rausgedreht und entfernt. Sofern diese Schraube entfernt ist, wir können natürlich auch schon vorher diesen Deckel, sage ich mal, auf der Oberseite abnehmen und uns dann die Schraube dort rausdrehen. Ist aber grundsätzlich hops wie gesprungen, sofern man einen normalen, handelsüblichen Imbus hat, kommt man da auch wunderbar ran. So, dann sehen wir hier oben schon wieder wie eine Art Schiene. Da können wir einfach das hintere Teil so abziehen. Na, dann haben wir hier hinten die Wangenauflage inklusive des gummierten Stücks und zweier Schienen. Unten dieser Bolzen, oben diese Schiene, welche dann hier rüber fährt und mit den Imbusschrauben befestigt wird, das können wir dann soweit dann entfernen. Und haben dann hinten drin, wie gesagt, hier grundsätzlich die Kabellage und haben dann hier oben drin auch gut zu erkennen, wieder die typisch Ares-Schnellfeder-Wechselfunktion durch diese eine Schraube. Dort einfach diese Schraube rausgedreht, Feder gewechselt, fertig. Sofern wir dann noch Lust haben, noch ein Stück weiter zu gehen, um das Ganze zu zerlegen, können wir auch hier auch wieder mit einem 4mm Imbus dieses Schräubchen entfernen, können dann mit einem großen Schlitzschraubendreher dieses Schräubchen entfernen, ganz normales Rechtsgewinde, und haben dann unter dieser Abdeckung nochmal einen kleinen Schlitz, und dort befindet sich ein Bolzen, der ungefähr die Länge meiner jetzt angezeigten Finger hat, hier von hier bis hier, und dieser Bolzen endet dann hier unten in einer selbstgreifenden Mutter, um das Ganze zu fixieren. Und dort können wir dann den Griff einfach 1:1 abmachen und oder gegen einen ähnlich aufgebauten Griff zu wechseln. Würde ich aber soweit auch nicht empfehlen, denn A, sieht es nicht gut aus, B, fällt der Bügel dann weg und das Ganze ist ja so optisch auch schon mal sehr, sehr schön. Beginnen wir mit dem ersten Marken, was wir finden. Dieser befindet sich auf dem Bügel unterhalb des Abzuges zum Griff herhin. Hier haben wir das FM5-Eck Begardi als Importeur, Kaliber 6mm BB. Weiterhin haben wir auf
dem hinteren Teil der Waffe hier auch die Markings SOC SLR, Precision Self-Loading Rifle, Kaliber 6mm, Schräg 308. Hier nochmal allgemeine Warnhinweise, hier nochmal das Otto Rehpaar, ne, als Originalemblem vom bekannten Waffenbauer mit dabei. Drehen wir das Ganze einmal um. So haben wir auch hier nochmal das Otto Rehpaar Symbol, designed by Otto Rehpaar Germany. Auch hier nochmal die Würdigung des Herrn Rehpaar. Und genau, das war es grundsätzlich mit den groben Markings. Kommen wir mal zum Magazin. Grundsätzlich bei den meisten Waffen haben wir ja ein ABS-Magazin mit Blechmantel. Hier haben wir wirklich auch das ganze Magazin. Wie gesagt, nächstes Teil, was nicht aus Metall gefertigt ist, komplett aus ABS. Wir haben hier oben nochmal einen Button, den wir drücken können. Wir haben hier unten nochmal einen kleinen Knopf bzw. einen kleinen Hebel, den wir betätigen können und können dann über Drücken und Schieben beider das Magazin auf der Unterseite, sage ich mal, trennen. Haben dann hier den ABS-Mantel mit diesen Patronen, ja, Imitaten oder Einlässen auf den Seiten. Und haben dann hier das sehr, sehr flache Magazin nochmal mit dabei. Ebenfalls ABS bzw. Plastik. Einzige, was daran Metall ist, sind die Schrauben, die die beiden Seiten zusammenhalten. Haben hier einen Low Cap bzw. teilweise ja schon eher Mid Cap mit knapp 42 Schuss. Kommen wir nun zum Schusstest der Otto Rehpaar. Einmal auf 10, einmal auf 20 Meter. Ja, shame on me. Ich habe vergessen, meine Zielscheibe vorzubereiten. Dementsprechend habe ich mir jetzt einfach mal kurzerhand einen Briefumschlag genommen, den aufgerupft und habe mir eine kleine Zielscheibe draufgemalt. Ja, dementsprechend 0,25 Gramm EBs, 10 und 20 Meter. Ich werde einmal 5 Schuss aus der, sag ich mal, normal angelegten Schulter schießen und 5 Schuss mit dem Zweibein, was wir dann dementsprechend montiert haben. Wir schauen uns das Ganze an. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Joule-Zahlen im Review kurz vorm Schusstest gezeigt, was die an Leistung hat. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal kurz im Unboxing erwähnt. Aber wollen wir nicht lange schnacken, gehen wir mal auf 10 Meter. Schauen wir uns das Ganze mal auf 10 Meter an. Wir haben einmal den Stift geschnappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Treffer. Dementsprechend habe ich mir natürlich ein wenig stark verzählt, aber ich habe erstmal versucht, so ein bisschen zu sehen, wie die Kugel fliegt, denn es ist bei der gar nicht so einfach zu erkennen. Denn die Waffe ist grundsätzlich so schon sehr lang, sehr schwer. Man ist eher damit beschäftigt, das Ganze so ein Stück weit auszutarieren. Dementsprechend, ich habe jetzt wirklich bei 10 Meter alles aus der Schulter geschossen und gehe jetzt auf 20 Meter und schieße dann auch nochmal ein paar Schuss dementsprechend mit dem Bipod. Gehen wir auf die 20. Ja, auf den 20 Metern zu erkennen, wie gesagt, jetzt mit dem Bipod aufgelegt, war ein Stück weit mehr als 20 Metern, könnten sogar fast 30 gewesen sein, aus der Entfernung her gesehen. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Treffer, wir haben hier einen Treffer, wir haben hier einen Treffer, wir haben dann ringsherum verteilt auf der Zielscheibe Treffer zu sehen. Dementsprechend können wir sagen, Zielgenauigkeit definitiv vorhanden. Wir haben jetzt hier eine noch deutlich kleinere Zielscheibe als das DIN A4 Blatt, was ich sonst habe. Ich habe jetzt hier eine Größe von meiner Hand, kann man gut sagen, auf 30 Meter. Waren jetzt wirklich 25, 30 Meter statt 20. Dementsprechend kann man sagen, auf 30 Metern definitiv alles zu erwischen, was es zu erwischen gilt. Wenn man jetzt noch eine Visierung auf das Ganze aufsetzen würde bei konstanter Schussleistung. Wir müssen hier auch wirklich den angegebenen 11,1er Lipo benutzen, weil sonst fährt sich das ganze Ding auch fest. Ich habe es probiert mit einem 7,4er Lipo, funktioniert nicht. 9,4er NMH, funktioniert auch nicht.
definitiv den 11.1er benutzen, weil sonst funktioniert das Ganze definitiv nicht. Aber mit Visierung, einem konstanter Leistung des Lipus und so haben wir auf jeden Fall auch locker 40, 50 Meter unsere Freude an dem Gerät. Lohnt sich auf jeden Fall. Schussbit ist 1A, kann ich nur weiterempfehlen. Kommen wir zum Fazit des Ares Otto Reaper. Wie gesagt, ich hatte das Ganze jetzt einfach mal grob optisch getestet, habe das Ganze einen Tag auf dem Spielfeld getestet, habe das Ganze dann im separaten Schusstest getestet und kann euch, wie gesagt, sagen, wir haben hier wirklich ein sehr teures Gerät, das müssen wir dazu sagen, also entweder sagt man, man lässt es oder man spart oder man kauft sich das Ding halt einfach, je nachdem, wie es jeder kann und möchte. Wir haben hier wirklich ein sehr schweres Gerät, das ist natürlich auch, wie gesagt, es ist ein Scharfschützengewehr, in der Regel rennt man damit nicht konsequent durch die Gegend auf dem Spielfeld, sondern bekämpft seine Ziele von der Entfernung her. Muss man natürlich sagen, mit 1,4, 1,5 Joule, ja, über große Entfernung zu sprechen, ist natürlich relativ möglich. Dementsprechend können wir trotzdem sagen, über die Erfahrung auf dem Spielfeld und über den Schusstest kann ich sagen, dass wir auf 40, 50 Meter, selbst mit der normalen Nennleistung und dem Akku, original alles belassen, out of the box, definitiv unsere Ziele treffen können. Ja, dementsprechend können wir sagen, zielgenau ist das Ding definitiv. Ja, mit einem Zielfernrohr oben noch befestigt, was ich so nicht hatte, auf jeden Fall noch mehr möglich zu treffen. Das Ganze wird auf Dauer natürlich sehr, sehr schwer. Die Verarbeitung ist super, aber selbst natürlich auch für Sammler oder Fans des Herrn Reaper definitiv eine Waffe, die man sich soweit kaufen sollte, ja, wenn man das Ganze möchte und auch kann. Optisch macht das Ganze sehr was her. Auf dem Spielfeld wurde ich damit auch direkt angesprochen, des Öfteren, wie es denn damit ausschaut. Ja, es macht auf jeden Fall optisch was her, es macht leistungstechnisch was her, es macht generell technisch was her. Wie gesagt, EFSC, Gearbox, ne, kontrolliert uns konsequent, lässt uns keine Gearjams dabei haben. Hatte ich soweit auch nicht, bin ich sehr, sehr zufrieden. Material ist hochwertig, ARES-typisch. Wie gesagt, wir haben auch hier die Möglichkeit, viele diverse Anbauteile noch einmal ja, hinzuzubauen. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Schussbild ist exzellent, Handhabung ist exzellent. Man muss eben Fan des Designs und der Waffe selber sein. Ne? Aber so grundsätzlich, es liegt wirklich super in der Hand, wenn man das Ganze so auf seine Bedürfnisse einstellt, wie man es eben braucht. Aber wie gesagt, von mir definitiv eine Empfehlung, Link ist in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich werde dafür jetzt auch nicht bezahlt, ich werde lediglich mit den guten Stücken beliefert. Vielen Dank, wie gesagt, an Begadi nochmals dafür. Ja, ich bin, wie gesagt, von diesem Gerät definitiv ein Fan. Wenn ich wollte, könnte oder Spaß an der ganzen Sache hätte, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich mir nicht zweimal überlegen würde. Genau. Das auf jeden Fall dazu. Ich verabschiede mich soweit erstmal. Bernie von Airsoft Desire. Macht es gut.